sind viel mehr als nur Texte. Briefe sind sinnlich. Briefe sind materiell. Briefe sind als materielle Objekte hochspannend. Das durfte ich als Volontärin am Brahms-Institut an der Musikhochschule Lübeck selbst erleben und dann für ein größeres Publikum erlebbar machen. In der Ausstellung A Brief History wurden die Besucherinnen und Besucher zu einer Entdeckungsreise durch 800 Jahre Kulturgeschichte des Briefes eingeladen. Dazu haben wir mit 13 Museen, Archiven und Sammlungen der Hansestadt rund 30 Briefobjekte zusammengestellt. Einer meiner persönlichen Favoriten ist ein Drohbrief der Karobatak aus Indonesien. Dieses Exponat aus der Völkerkundesammlung erzählt durch seine Materialität eine ganz besondere Geschichte. Es ist ein Brief auf einem Bambusrohr mit angehängten Miniaturwaffen, die dem Feind als symbolische Drohung an die Haustür gehängt wurde. Spätestens beim dritten vorgefundenen Exemplar wusste der Empfänger, dass die Drohung wohl bald Realität wird. Hinter dem rein textlichen Inhalt sind Briefe Objekte mit ganz besonderer Geschichte. Und es sind diese Geschichten, die wir im Katalog zur Ausstellung wissenschaftlich und essayistisch festgehalten haben. Seit 2018 kooperiert das Zentrum für kulturwissenschaftliche Forschung mit der Musikhochschule Lübeck. Und mit dieser Kooperation initiieren wir Forschungsprojekte im Bereich der Musikwissenschaft. Projekte mit einem ganz besonderen Bezug zu der hier in Lübeck vorhandenen kostbaren Sammlung des Brahms-Instituts. Mit dieser einzigartigen Quellensammlung bietet unser Institut die ideale Forschungsumgebung für Promovierende. Junge Menschen qualifizieren sich so nicht nur wissenschaftlich über ihre Promotion. Sie gewinnen durch ihr Engagement in unserem Museum, beim Brahms-Festival oder der Digitalisierung zugleich fundierte Berufserfahrungen. Direkt hier bei uns an der Musikhochschule Lübeck. Das ZKFL und die Musikhochschule Lübeck, das ist weit mehr als eine strategische Partnerschaft. Mit dem renommierten Brahms-Institut und den wissenschaftlichen Professuren der Musikhochschule prägen wir die kulturwissenschaftlichen Schwerpunkte in der Hansestadt Lübeck. Gemeinsam mit der Universität, den Museen und Archiven der Stadt stärken und verbreitern wir unsere Forschungstätigkeit. Musikpraxis und Forschung befinden sich in einem stetigen und sich beschleunigenden Wandel. Für uns ist das ZKFL ein geeigneter Ort, weit über Lübeck hinaus Akzente zu setzen und Visionen für die Zukunft zu entwickeln.